So, ihr Lieben, jetzt machen wir das Add-on für eine runde Ferse. Das ist ein bisschen aufwendiger, lohnt sich aber durchaus, wenn man diese Spitze an der Ferse von der normalen Anleitung nicht haben möchte. Dazu nehme ich mir jetzt hier erstmal die Mitte. Das sind in meinem Falle 12 Maschen. Das müsst ihr bei euch einfach abteilen und dann die Maschen einmal durchzählen. Und es geht jetzt erstmal eine Runde ganz normal mit halben Stäbchen in die eine Richtung. Und dann machen wir sozusagen immer Abnahmen an den äußeren Rändern. Und dann wird das automatisch rund und dann geht es weiter. 5, 6. Sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf und wir gewinnen automatisch die entsprechende Sohlentiefe hier durch den Abnahmebereich. Da braucht ihr nicht vorher noch extra reinmachen für die Sohlenlänge. So, jetzt eine Wendeluftmasche, Arbeit drehen. Und jetzt machen wir Abnahmen immer in dem äußeren Bereich. Das heißt, ich hole mir einen Überschlag, steche in die erste Masche ein, hole mir eine Schlaufe und in die zweite gleich wieder. Jetzt habe ich 4 Laschen auf dem Haken und einen Umschlag und ziehe einfach durch. Dann arbeite ich zurück in die andere Richtung. Mache das dann am anderen Ende auch. Vorletzte und die letzte Masche. Das ist also jetzt in diese hier einstechen, Umschlag holen und in die letzte Masche auch einstechen, Masche holen. Jetzt habe ich 4 Laschen auf dem Haken und ziehe durch alle 4 gemeinsam durch. Eine Luftmasche zum Wenden, Arbeit drehen. Jetzt mache ich das Ganze nochmal. Ihr seht schon, hier wird es ein bisschen rund, Umschlag durchholen und gleich durch die nächste Masche auch und die nächsten normal arbeiten und dann wieder in die vorletzte und letzte zusammen abmaschen. Hab einen Frosch im Hals. So. Das wäre jetzt also in diese hier und in diese hier. Habe ich wieder 4 Schlingen auf dem Haken. Zusammen abmaschen. Eine Wendeluftmasche. Arbeit wenden. Und wenn ihr euch wundert, was hier so klackert, das ist mein Hund. Einfach ignorieren. Wieder die erste und die zweite zusammen abmaschen. Die nächsten normal arbeiten, normale halbe Stäbchen und am reinen Ende gucken wir uns das Ganze mal an, wie es dann aussieht. So, das ist jetzt die vorletzte und die letzte wieder gemeinsam. So, jetzt haben wir schon ein bisschen Tiefe für die Sohle erarbeitet und es ist hier weniger geworden. Von der Seite sieht das Ganze dann so aus und ich würde sagen, dass das jetzt in dem Falle schon reicht. Man könnte jetzt noch einmal zurückgehen. Jetzt geht es aber vor allen Dingen darum, wie überbrücke ich diesen Teil hier, weil hier muss ich ja jetzt wieder ein bisschen in die Höhe kommen und was mache ich hier hinten. Also wir werden jetzt praktisch so gesehen in Runden weiterarbeiten, auch wieder in Spiralrunden und werden hier ein bisschen schummeln,
weil wir müssen hier abnehmen, damit das Ganze zusammengeht. Das darf aber auch nicht zu viel sein an Abnahmen, weil ich sonst hier Löcher bekomme, hier wo mein Finger durchguckt. Und deswegen nehmen wir da sozusagen ab und machen das zweimal. Ich zeige euch, was ich meine. So, jetzt gehen wir erstmal hier in die Richtung. Und auch immer wieder gucken, dass man durch zwei Maschenglieder durchgeht. Damit ihr genug Halt bekommt. So, hier nochmal. So. So, wenn wir hier sind, dann müssen wir ja eigentlich Abnahmen machen. Und das machen wir auch, damit wir hier uns den Abstand verkürzen. Wenn es so Situationen gibt wie hier, dass man ein relativ großes Loch hat, das würde ja hinterher stören, dann schummel ich immer so ein bisschen, dass ich vielleicht einmal etwas tiefer steche und hier durchgehe. Dann schließe ich mir das hier praktisch. Seht ihr, jetzt ist das Loch nicht mehr so groß. Und dann gehe ich gleich in die nächste Masche, weil ich ja an der Stelle abnehmen muss und nehme immer in jeder Ecke, einmal auf dieser Seite und einmal auf der anderen Seite, nehme ich immer einmal ab. So, das war schon die Abnahme. Ich gehe nochmal zurück, damit das nochmal deutlicher wird. Also ich hole mir den Umschlag, mache hier meine Schummelvariante, das heißt, ich gehe hier ein bisschen tiefer, steche hier durch. Und Abnahmen bedeutet ja, ich gehe gleich in die nächste Masche rein und hole mir noch einen Umschlag, habe vier Laschen auf dem Haken und ziehe das hier durch. Jetzt gehe ich in jede weitere Masche, gehe ich einmal, bis ich auf der gegenüberliegenden Seite bin und mache das gleiche da auch. Hier oben mache ich das nicht, weil auf dem Spann, da habe ich ja die meiste Höhe, die ich dann brauche, damit das vernünftig sitzt. Ja, ein bisschen haben wir noch. Die machen wir noch normal und hier hätte ich auch wieder ein relativ großes Loch. Das heißt, ich gehe hier wieder hier unten, nehme ich einen querstehenden und gehe damit durch und dann gleich durch die nächste Masche. Mache auch wieder eine Abnahme, das heißt, ich habe vier Schlingen auf meinem Haken. Ziehe durch alle vier durch und dann seht ihr, dann ist das Loch auch geschlossen. Jetzt geht es wieder ganz normal zurück, wenn ich denn dann hier durchkomme, bis wir hinten sind. Und wenn die Runde um ist, dann gucken wir noch mal zusammen, ob das hier vernünftig aussieht. Muss ich mir hier auch, weil hier eigentlich keine normale Masche ist, einen Weg ein bisschen suchen. So, hier ist wieder. Genau. Jetzt bin ich an der hinteren Seite, wo die Ferse rund wird. Und das muss man jetzt mal so zwei, drei Runden. Vielleicht auch vier muss man das mal so machen und dann
kommt man dann automatisch in die Höhe. So, jetzt seht ihr, jetzt ist das hier schon deutlich harmonischer. Hier hinten kommen wir so langsam um die Fersenhöhe und je mehr Abnahmen ich hier mache, desto mehr ziehe ich praktisch die Hacke hier in die Höhe. Also nächste Runde. Wieder mit der Abnahme hier in der Biegung. Hier würde ich sagen. Mache ich auch wieder hier, dass ich hier unten schon mal einsteche, damit das Loch nicht so groß ist. Habe 3 Laschen auf dem Haken, gehe hier durch, habe 4, damit ich eine Abnahme machen kann. Und die nächsten Maschen wieder ganz normal, bis ich auf der gegenüberliegenden Seite bin. Diese Variante verbraucht ein bisschen mehr Material als in der ursprünglich gezeigten, wo hinten einfach nur zusammengehäkelt wird. Aber dafür habe ich dann eine runde Ferse. Jetzt muss ich hier wieder abnehmen. Ja, doch, das lasse ich so. So. Das ist die Runde auch gleich zu Ende und dann gucken wir noch mal, wie weit wir noch gehen müssen. Huch, jetzt hätte ich beinahe das halbe Stäbchen unterschlagen. So, ne? Hier seht ihr es. Geht langsam, die Ferse geht in die Höhe und das mache ich jetzt noch mal so 2 Runden, immer hier abnehmen und dann gucken wir noch mal zusammen. So, jetzt kann man hier ganz schön sehen, ich habe noch mal 2 Runden gemacht, wie das immer weiter zusammengeht. Hier sind die Abnahmen und hier hinten, da könnte man jetzt entweder noch mal eine Reihe hin und her machen oder man arbeitet vielleicht noch mal 1 oder 2 Runden hier mit den Abnahmen und kann hier dann auch noch mal eine Abnahme machen, falls euch das nicht schnell genug wächst. Aber hier ist natürlich das mit der Ferse ein bisschen schöner gelöst, ist allerdings auch ein bisschen komplizierter für Fortgeschrittene, vielleicht eher als für Anfänger geeignet. Dafür hat man eine schöne Ferse. Okay, ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen. Ihr könnt natürlich auch den Abschluss dann nochmal schöner machen mit einer anderen Farbe oder nochmal eine Runde feste Maschen, damit das stabil ist. Aber eine Fußform hat es auf jeden Fall. Und ich gebe euch noch ein kleines Add-on hinten dran für, was kann ich denn hier an dem Steg tun. Dann bis bald. Seid lieb gegrüßt, eure Alex. Tschüss.